Folge Nummer 6. Eine Million nach der anderen ist rausgegangen. Wir haben noch ein paar Überarbeitungen gemacht gehabt und ein paar Fehler behoben. Die Frage auch heute wieder, wer kann in der letzten Folge von diesem Format hier, in der dritten Folge vom Shuffle-Format, die Million holen? Wir finden es raus. Let's play, wer wird Millionär? So, und damit willkommen zur dritten Folge vom Shuffle-Format, zur sechsten Folge der Staffel. Fünf Leute warten im Chat schon auf ihre Chance. Das kann nur lustig werden, würde ich sagen. Das kann nur gut werden. Drei von diesen Leuten werden die letzte Folge noch mitspielen. Puls 200, sagt Spirit schon. Das glaube ich nicht, denn es ist ja nur so, dass der Timmy mitspielt. Genauso wie auch der Green, der Grießkram TV. Wir haben nämlich den Alex wieder dabei, den Millionaire Man, und auch der Spirit Office spielt eine Runde mit. So, ihr fünf. Wie gesagt, drei Runden gibt es maximal für die Folge. Und wer anfängt, finden wir über unser klassisches Verfahren raus, die Auslaufgabe. Nochmal zur Erklärung für alle im Chat. Wir werden das Ganze natürlich wieder so machen. Ihr müsst, wenn ihr spielen wollt in dieser Runde und das als natürlich jetzt schaffen wollt, ihr müsst der Schnellste sein mit der richtigen Antwort. Das heißt, ihr müsst im Chat Folgendes eingeben, sobald die Frage auftaucht. Drei kleine Fs, Leerzeichen, danach in Großbuchstaben A, B, C, D, also die Reihenfolge, wie ihr denkt, die wären richtig. Und ich denke mal, das ist soweit verstanden auch für euch. Das müsst ihr hinbekommen. Wir gucken uns mal die erste Frage an. Und zwar lautet die wie folgt. Es klapperte die Klapperschlangen. Schlapper, klapper, klang, bis ihre. Manche Sekunden ist um. Chat-Delay läuft noch ein bisschen. Ein paar Sekunden sind noch drin. Alle haben schon eingegeben, so wie es aussieht. Ich werde es auch sehr einig sein, was es angeht. Ein Favoriten gibt es klar und deutlich. Denn es klappert die Klapperschlangen, bis ihre Klapper, Schlapper, Klang. D, B, A und C. In dem Fall von den Fünfen. Vier richtige Antworten. Am schnellsten. Wer jetzt gedacht? Böse. So, auch hier gelten nochmal dieselben Regeln, 210, Puls steigt, selben Regeln wie sonst, 14 Fragen zu Millionen, Runde 1 wird aus den ersten 10 Fragen von 100 Dollar bis 25.000, wir mischen die Fragen und die Geldbeträge, das heißt die erste Frage könnte die schwierigste sein mit dem kleinsten Betrag, es könnte auch die einfachste sein mit dem höchsten Betrag, wir wissen es halt eben nicht, zählt erst wenn die Antwort eingeloggt wurde und aufgelöst wurde. Zur Hilfe nach oben gibt es drei Joker. Du kannst das Publikum fragen, du kannst eine Frage sprengen. Wenn du eine Frage sprengst, ist der Geldbetrag dahinter futsch, den kriegst du nicht in deine Bank hinzugefügt. Und es geht quasi weiter mit der nächsten Frage dafür. Und Ask a Friend hat eben, du kannst einmal dir eine Text-to-Speech-Stimme anhören lassen, plus einen aus dem Chat dann eben dazu fragen. In diesem Sinne, let's play Who Wants to be a Millionaire? Erste Frage. Welches Paar veröffentlicht alljährlich einen Jahresbrief, in dem die Strategien zur Verbesserung der Welt präsentiert werden? Bill und Melinda Gates, George und Barbara Bush, George und Amal Clooney oder Boris und Lily Becker? Das dauert wohl ein bisschen mit der Frage. Oh, ernsthaft? Ja. Wieso, weißt du es nicht mehr oder weißt du es? Weißt du es oder weißt du es nicht? Ich weiß es nicht.
Das fängt ja super an. Drei Joker, Publikum, Jump the Question oder Ask a Friend? Und für alle anderen, die natürlich mitraten wollen, wenn ihr oben in den Twitch-Chaträumen guckt, da gibt es einen, der müsste Live Gameplay heißen. Da können alle diejenigen die mitraten, die gerade nicht aktuell der Spieler sind. Publikum bitte. Ist bei Shuffle überhaupt nicht peinlich, weil bei Shuffle könnte das die schwierigste Frage aus Runde 1 sein. Deswegen, man weiß es vorher nicht. Trotzdem Publikumsjoker, also alle sind gefragt. Welches Paar veröffentlicht eigentlich ein Jahresbrief, in dem Strategien zur Verbesserung der Welt präsentiert werden? Bill und Melinda Gates, George und Barbara Bush, George und Mark Clooney oder Boris und Lily Becker? Ihr dürft natürlich wieder alle im Chat abstimmen hier, deswegen let's go! Wenn ihr eine Ahnung habt, haut sie in den Chat rein! Und in-game haben wir ein Ergebnis von 56% für Antwort A. Bill und Melinda Gates. 28% sagen C, George und Amal Clooney. 13% sind für B, Boris und Barbara, George und Barbara Bush. Und 3% sagen D, Boris und Lily Becker. Hört, was tun wir? Schon wieder solche komische Ergebnisse. Wieso komisch? Was heißt denn da komisch? Wenn die Frage scheiße ist, können die komisch sein. Aber umso besser, dass die Antwort wenigstens richtig ist. Erste Frage erledigt. Was ist dahinter, ist die Frage? $3000, erste Frage erledigt. Solider Start, 3000 ist ein Betrag aus dem Mittelfeld. Nicht zu schlecht, nicht so gut. Gucken wir uns mal Frage 2 an. Was wird hierzulande häufig in den Größen 40 bis 70 angeboten? Trauringe, Kondome, Kontaktlinsen oder Tischdecken? Ernsthaft? Ich kann dafür nichts. Ask a Friend. Das fängt ja gut an. Hier, mein Freund. Weißt du, dass du mit mir bei der Frage ein Riesenglück hast? Es ist definitiv Antwort A, Trauringe. 100%. Ich weiß das. Da kriegst du wohl die schweren Fragen in der Runde direkt. Aber es stimmt. Für die Frage gibt es wie viel? $2000. Das macht 5000 mit zwei Fragen, aber auch schon zwei Joker, die weg sind. Zwei Fragen zum Million noch. Wir nähern uns langsam. Aber das Schöne ist, je mehr schwierige Fragen unten kommen, desto mehr einfache kommen auch direkt entsprechend oben. Naja, macht eigentlich nur halb so Sinn. Die einfachen Fragen stecken noch irgendwo. Gucken wir uns mal Frage 3 an. Vielleicht hilft das ein bisschen, ja. Unter welchem Namen steht der Seeteufel manchmal auf der Speisekarte? Lotte, Laura, Linda, Luise. Hättest du geheiratet, wäre die Frage einfach. Unter der Lotte ist richtig. Lotte stimmt, die Antwort stimmt und das Geld? 5000. Drei Fragen richtig in Runde 1. Macht zusammen schon 10.000 in der Bank. Frage 4 kommt hier. Ich sehe immer nur A, kann ich nichts für. Wie heißt der von vielen Dokumenten und Formularen bekannte Herr Mustermann mit Vornamen? Das wäre eine einfache Frage. Max, Moritz, Tim, Struppi. Und wieder reconnecten den Bot. Nimm einfach A. Es ist witzig, es sind vier Fragen hintereinander mit A. Und sie stimmen auch alle. Super. So.
Und dafür gibt's 10.000, sehr schön. Der erste der drei hohen Beträge ist somit raus. 10.000 Dollar in der Bank. 20.000 gesamt mit 4 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 5. Du hast uns einen Jump the Question. Wovon ist in den offiziellen Minigolf-Spielregeln die Rede? Hooligans und Klicken, Schläger und Banden, Rowdies und Gangs oder Killer und die Mafia? Wovon ist die Rede? Oh, da ist noch die 100-Dollar-Frage. Ganz ruhig, wie. Wie gesagt, manche schwierigen Fragen kommen zuerst, manche kommen später. Ja, die, wie sie gemischt wurden. Keine Ahnung, kann man vorher nie wissen. Oh mein Gott, klar noch. Hast du gerade in der Frage echt aufgehangen? Es war einfach Golfschläger und die Banden, wenn du spielst. Ist doch richtig, easy. Ach, blöd. Und die Frage ist, wie viel wert? 1.000. 1.000 ist besser als 100. 21.000 in der Bank. Hier kommt Frage Nummer 6 für dich. Wer muss einem Kinderlied zufolge wandern von dem einen zu dem anderen? Hut, Taler, Spazierstock, Rucksack. Ich hab's zuerst nicht verstanden. Der Taler. Richtige Antwort. So, dafür gibt's wie viel? Nur 500 leider. 500 Dollar. 21.500. Wir schauen auf Frage Nummer 7. 4 Fragen in Runde 1 verbleibend. Salyut 1 war die erste. Mars-Mission, Kosmonauten, Mondfähre oder Raumstation? Dein Mikrofon rauscht gerade. Was? Schon wieder das Handy. Mach's mal hinter den Stuhl. Die erste Raumstation ist richtig. Ich dachte schon, das Kevin Jump the Question, aber gut, dass du es nicht gemacht hast. Es sind noch zwei hohe Beträge im Spiel, 15.025 und ein paar kleine andere. Was ist die Frage wert? 15.000. Gut, dass du es gewusst hast. 15.000 in die Bank aufgenommen, 36.500 in Runde 1 erspielt. Drei Fragen verbleibend, hier ist die 8. Frage. Ein Kultbuch für die Jungen in 80er Jahren war Philipp Dijon's Jans, Generation X, Betty Blue, Der Finger im Roggen oder American Psycho. Über die Raumfahrt kennst du dich aus. Das ist eine gute Sache. Wie wird das auch schon? Philippe Dijon's? Jan? Dijon's, klingt am besten. Hast du eine Idee mit der Frage? Du hast noch Jump the Question. Nur die Gefahr besteht, dass du 25.000 überspringen kannst in dem Moment. A oder B? Generation X oder Betty Blue sagst du also? Ist dir überlassen. Du kannst raten, du konntest riskieren. Du kannst richtig liegen. Oder wenn du sicher gehen willst, springen. In jedem Fall bist du eine Frage dann weiter. Betty Blue, sagte er.
Zocken. Zocken. Das rammt sich ja auf Froggen, könnte also C sein. Aber nein, es ist B, du hast recht. Betty Blue. So, wir haben noch 25.000, wir haben noch 7.000, wir haben noch 100. Hinter der Frage sind wie viel? Die 7.000 mitgenommen, mitgehangen, mitgefangen. 43.500 in Runde 1. Zwei Fragen verbleiben. Wie gesagt, eine ist 100 Dollar wert, die andere ist 25.000 wert. Guck mal, wo die 25.000 liegen. Wer wäre am 23. September 2008 70 Jahre alt geworden? Romy Schneider, Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Maria Schell. In dem Modus, nein. Sind sie in dem Format natürlich nicht. Ob du das weißt? Du hast noch einen Jump the Question. Es ist halt, jetzt muss ich gerade 50-50 sagen. Es ist eine 50-50 Chance, was du überspringst. Entweder überspringst du jetzt die 100 oder die 25.000, wenn du springen solltest. Eins von den beiden Sachen wird dir, wenn du jetzt den Joker nimmst, weggenommen werden. Springen. Okay, auf die Gefahr hin, dass die 25.000 weg sind. Die Frage ist aus dem Spiel genommen, du musst sie nicht beantworten. Richtig gewesen wäre Romy Schneider, Antwort A. Was hast du übersprungen gehabt mit der Frage? 100. Guter Move. Hunde übersprungen heißt 10. Frage, 25.000 ist sie wert. Und wir gucken uns sie mal an. Bitteschön. Spricht man bei jemandem von Erythrismus, dann hat er blaue Augen, gelbe Zähne, rote Haare oder schwarze Fingernägel. 100 Euro war die Frage wert, ernsthaft? Wie gesagt, die Geldbeträge sind separat gemischt worden, genauso wie die Fragenschwierigkeiten. Die sind nicht 1 zu 1 gemischt worden. Es könnte eine Frage vom Niveau 9 gewesen sein, mit dem Wert von der ersten Frage. Ach so, okay, verstehe. Moment, sind die Fragen nicht abhängig vom Wert von der Schwierigkeit? In dem Format hier nicht. In dem Format wird, wie gesagt, werden alle Geldbeträge gemischt und alle Fragen-Schwierigkeiten werden durchgemischt einmal. Das heißt, wie gesagt, die erste Frage könnte die einfachste sein und 25.000 Dollar wert sein. Es könnte die schwierigste sein und 100 wert sein. Man weiß es vorhin ja nicht. So, du sagst zähe rote Haare. Das ist einfach, sagst du auch noch. Ja, wenn es so einfach ist, dann hast du auch recht. Und damit Gratulation, du bist durch Runde 1 durch, du hast lediglich 100 Dollar verloren. Du bist auf 68.500 in der Bank, wenn du jetzt aussteigst, hast du die gesamte Kohle. Eine falsche Antwort und du fällst auf die 25.000 Frage 10 halt eben zurück auf den normalen Wert. Ist auch gerade so drin, lustigerweise. So, in dem Fall, wir addieren jetzt 32.000 circa drauf, für 100, auf 100.000 zu kommen, oder du verlierst jetzt knappe, ja, 42.000. Sind 43.500, so. Gucken wir mal uns Frage Nummer 11 an für eine 100.000, sechsstellige Summe. Los geht's. Was meinen die Kölner, wenn sie vom Klingelpütz reden? Philharmonie, Gefängnis, Dom oder Milowitsch Theater? Vom Klingelpütz. Gefängnis. Und so ein Schmarrn, weißt du? Ich werde in einem Leben nicht drauf gekommen. Ich habe vielleicht, keine Ahnung, auf, ja, auch wenn es so absurd klingt, A oder B geraten, aber keine Ahnung. Ob Gefängnis stimmt, sehen wir noch in einer kurzen Pause.
So, die 100.000 Dollar Frage für Spirit. Was meinen die Kölner, wenn wir vom Klingelpütz reden? Philharmonie, Gefängnisdom oder Millowitsch Theater? Ganz sicher meinte er, das muss das Gefängnis sein. Köln halt. Und bei der Frage hat er recht. Hunderttausend in der Bank, wenn du aussteigst, hast du die jetzt. Wir spielen jetzt weiter um eine Viertelmillion mit Frage Nummer 12 von 14. Drei Fragen nach oben hin verbleiben, du hast keinen Joker mehr. Das könnte sehr interessant werden. Nächste Frage lautet wie folgt. Der Hauptstadtname welchen afrikanischen Landes leitet sich von einem US-Präsidenten ab? Liberia, Nigeria, Angola, Kamerun. Ich glaube, die Frage habe ich letzte Woche in den USA gesehen gehabt. Nur eine andere Fragestellung. Wenn ich dran denke, blende ich euch mal die Frage hier ein. Liberia, sagst du? Wie kommst du denn da drauf? Ach, weil da jemand gehustet hat im Chat, meinst du, oder was? Liberia. Stimmt. Er tut's wieder. Er rennt wieder nach oben durch wie so ein Bekloppter. Ja, 12 Fragen erledigt. Nummer 13 kommt hier. Wie heißt die Bulldogge aus dem Tom and Jerry Cartoons? Spike, Banks, Scooby, Muscle. Ich hab mir gerade tatsächlich geklatscht. Hol dir die Millionen. Achso, du hast gerade geklatscht. Wie du hast dir selbst geklatscht, hä, was? Das könnte man wissen, das hier. Das hier könnte man echt wissen. Warum schlägt man eher die Jüngeren unter uns, werden das sowieso erkennen sofort. Ich weiß es. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es war B. Liegt an dir. Brauchst du die Schuss? Ich lasse mal hier Spannung rein. Thomas und Jerry sind 40er, die Jüngeren. Ja, okay, gut, trotzdem. Ich glaube tatsächlich, dass sich eher in Kindern in dem Bereich, wenn man sich von Thomas 10 bis noch vielleicht 16 Jahren. Ja, siehst du, hier zum Beispiel Alex und so, die wissen das alle. Die sind noch in dem Alter, das ist genau das, ne? Hust. Alle wieder am Chatfool husten hier. Schummler! Exekutiert ihn! Ah ne, was?
Die Serie habe ich so sehr geschaut. Die guten alten Klassiker. Final A. Mein Name ist Tekwin Whittuk. Das ist so erbärmlich, Leute. An die Klugschlösser da draußen. Wisst ihr es denn? Ihr habt alle gesagt, ihr wisst es. Es ist relativ easy. Haut doch mal eure Antwort in den Chat rein, was ihr gesagt hättet, was es gewesen ist. Wärt ihr auch auf A gegangen oder hättet ihr das einfach gesagt gehabt? A ist richtig. Bike. Na dann, machen wir es kurz und schmerzlos. Ihr habt ja alle recht. Da ist die halbe Mülle wieder. Das heißt, uns steht noch eine Frage bevor es zu Ende ist. Eine letzte Frage gibt's noch. Und zwar unsere berüchtigte Frage Nummer 14 für die Millionen, die wie folgt lautet. Die lautet wie folgt. Was betrug 2017 weltweit insgesamt rund 6,37 Milliarden US-Dollar? Star Wars 8 Einnahmen, Ausgaben für Rüstung, Fußballer-Transfersummen, Schäden durch Hurricane. Antwort ist random A bis D. Ich sehe schon, die Frage hat einen Diskussionsbedarf. Barrett, was meinst du? Ich hätte Schulden gesagt, aber gibt es nicht. War auch meine Vermutung. Also bei den Antworten, da ist es schwierig, würde ich fast sagen. Also ich habe keine Ahnung. Hätte ich bei der Frage sogar ehrlich gesagt auch nicht. Das wäre so ein Glücksspiel in dem Moment. Also ich meine das von A bis D. Achso. Ja, das kann ja wie gesagt alles sein. Man könnte jetzt nach Ausschlussverfahren gehen. Man könnte nach Vermutung gehen, man könnte nach Wissen gehen, was man weiß, von was wie oft passiert. Was einem einfällt. Du hast eine Vermutung, hust. Ach Leute, mit dem Husten ist Kacke, Leute. Sorry, kein Plan. Also aussteigen. Ich nehme das Geld. Das ist doch mal eine weise Entscheidung. Final answer also. So. Und die Frage hat doch einigen Diskussionsbedarf hier ausgelöst. Jetzt gucken wir uns mal das Ganze an. Spirit, was hättest du denn gesagt? Was hättest du eingeloggt von den vier Antworten? Und alle anderen, was wäre eure Antwort gewesen? Du hättest gesagt Antwort A. Ich hätte D gesagt. Wir locken mal gerade Antwort A ein. Dann sagt ihr alle anderen denn so. Es gab eine Abstimmung von Spirit, hätte A gesagt gehabt. Der Timmy hätte gesagt, es wäre Antwort D. Das wäre Schädel durch Hurricane. Queen sagt ebenfalls D, Schädel durch Hurricane. Was sagt der Rest von euch?
Hilfskampf geht ebenfalls auf D, Schäden durch Hurricane. Ja, dann seid froh, dass ihr alle nicht gespielt habt, denn die richtige Antwort ist tatsächlich C, Fußballer-Transfersummen. Es wurden 2017 6,37 Milliarden US-Dollar nur für Fußballertransfersummen, das sind für Fußballertransfere ausgegeben. Bitte schlag mal vor, 6,37 Milliarden US-Dollar für Fußballertransfere. Das ist eine heavy Summe, das ist eine richtig heavy Summe, aber eine halbe Million ist auch eine tolle Summe. Und demzufolge Glückwunsch zur halben Million und wir machen direkt weiter mit der nächsten Runde. So, demzufolge, ihr wisst, wie es läuft, die nächsten verbleibenden vier von euch, also Queen, Timmy, Chris, Kram und Alex, einer von euch wird der nächste seine nächste Runde spielen und wir gucken mal mit der Auswahlaufgabe, wer es sein wird. Ihr wisst ja, drei kleine Fs, letztendlich in den Großbuchstaben eure Antwort. Schauen wir mal kurz, Step of Reconnect, die Schatzhaber. Und die Frage für euch lautet, ordnen Sie diese vier berühmten Henrys chronologisch nach ihrem Geburtsjahr? Und bitteschön. Henry Fonda, Henry Maske, Henry Miller, Henry Kissinger. Die 20 Sekunden sind um, der Chat ist noch, hat noch ein paar Sekunden Nachzeit wegen dem Delay, den manchmal entsteht. Mann, was habe ich denn da? So. Die gesamte Zeit ist zu um. Also, wir haben chronologisch nach Geburtsjahr, heißt der Älteste zuerst. Wir fangen an mit Henry Miller, dann kommt Henry Fonda, gefolgt von Henry Kissinger und dann Henry Maske. C, A, D und B. Hat keiner hinbekommen. Sehr gut. Das ist schon wohl Arbeitsverweigerung. Aber gut, wir haben natürlich noch ein paar Ersatzfragen auf Lager. Probieren wir es mal mit der hier. Entwickeln Sie sich innerhalb kürzester Zeit vom Steinzeitmenschen zum heutigen Homo sapiens. Laptop, Messer und Gabel, Faust, Keil, Auto. Also, die Lösung, naja, wir fangen mit dem einfachsten an. Zuerst kommt das Faustkeil, danach wurden Messer und Gabel entwickelt, dann kamen die Autos und zum Schluss die Laptops. Er gibt C, B, D und A. Drei von vier haben es gewusst, am schnellsten war der Timmy. Glückwunsch! Na dann, gleiches Spiel nochmal. Die ersten 10 Fragen sind Runde 1. Wir mischen diese 10 Fragen untereinander durch, genauso wie auch dessen Gewinnsumme einmal durchgemischt. Und wie gesagt, die erste Frage könnte die einfachste sein. Es könnte die höchstwertige sein mit 25.000. Es könnte auch 100 Dollar wert sein. Wir haben keine Ahnung, welcher Geldbetrag liegt. Auch nicht, welche Frage von den Schwierigkeiten wo liegt. Drei Joker gibt's, Publikum natürlich, Jump the Question, wie eben gesehen, eine Frage überspringen, den Geldbetrag nicht erhalten und Plus One bzw. Ask a Friend, jemanden halt eben die Texte für schon befragen und auch einen im Chat fragen dürfen. So, in diesem Sinne, wir starten in die zweite Runde. Bitteschön. Wie heißt die höchste Erhebung Griechenlands? Olymp, Athos, Akropolis, Pelopon. Die höchste Erhebung Griechenlands. Wie heißt die? Mit Pfeil, Leerzeichen und Großbuchstaben kannst du einloggen. Muss überlegen.
Lass dir Zeit. Du hast, wie gesagt, drei Joker, die du auch nutzen kannst zu jedem Zeitpunkt. Es ist mies bei Shuffle. Wie gesagt, die erste Frage kann eine mit der schwierigsten sein. Kann auch aufs Thema drauf ankommen. Kann für einen selbst ein schwieriges Thema sein. Muss überlegen. Antwort A, Olymp. Das war eigentlich noch machbar, oder? Richtige Antwort. Olymp. Erste Frage hinter uns. Dahinter sind wie viel? $5,000. Kein allzu schlechter Start, schön einer im Mittelfeld, 5000 in der Bank. Noch 9 Fragen in Runde 1 zurückbleibend. Jetzt die nächste. Denn die lautet wie folgt: Was sind Demoskopen? Börsenspekulanten, Umweltaktivisten, Computerhacker oder Meinungsforscher? Publikumsjoker, okay, das heißt, alle auch im Chat sind gefragt, was sind Demoskopen, Börsenspekulanten, Umweltaktivisten, Computerhacker oder Meinungsforscher? Eure Antworten bitte jetzt in den Chat. Ich sehe schon 3Ds, was sagt das Ingame? 71% für Antwort D, Meinungsforscher. Sieht nach einer klaren, eindeutigen Mehrheit aus. Antwort D, Meinungsforscher hast du eingeloggt? Richtig. Ein Joker ist weg. Kommt schon die Frage, sein Geld wert? Dahinter sind 100. Aber immerhin bist du eine Frage weitergekommen, sagen wir es mal so. 5.100 in der Bank mit 2 Fragen. Hier kommt die dritte. Frage 3. Einer der humorvollen Ratgeber von Eckart von Hirschhausen trägt den Titel Die Leber. Hält viel aus, braucht kein Mensch, schmeckt nur mit Zwiebeln, wächst mit ihren Aufgaben. In der letzten Runde, die nicht nur die Fußballtransfersumme, nicht die einzige Nicht-A-Antwort A. Keine Ahnung, kann gut sein, ja. Es waren auch ein paar andere. Okay, bin ich beruhigt. Easy MySQL Injection. Nur noch Fragen selektieren, wo A die richtige Antwort ist. Ach ja. Ich weiß es nicht. Du kannst die Frage springen oder du kannst halt eben einen Freund fragen. Ich warne aber darauf hin, beim Fragespringen, die Gefahr ist, dass du eine der großen Summen überspringst und sie nicht bekommst. Alle Antworten mit A überschreiben. Das wird natürlich auch gehen. Springen, okay. Die Frage ist aus dem Spiel, du musst sie nicht beantworten. Richtig gewesen wäre in dem Fall die Leber. Wächst mit ihren Aufgaben. Antwort D. Die Frage ist jetzt, was hast du für einen Betrag übersprungen? Hinter der Frage waren $10,000. Das ist das dritthöchste. Die Frage ist dafür aber trotzdem geschafft. 10.000 sind nicht in der Bank gelandet. Aber die Frage ist geschafft. Das ist immerhin ein Vorteil. Wir machen weiter mit der vierten Frage. Es sind noch 7 Fragen in Runde 1 verbleibend. Welches politische Duo taucht in letzter Zeit häufig in der Presse auf? Merbama, Merkosi, Merwedev, Merpandro. Merbama. Wahrscheinlich im Gedanken an Angela Merkel. Und Barack Obama, oder? Nein, das ist B. Merkosi. Es ist B. Merkosi. Das war eine kurze Runde. Dennoch sind es 1000.
Schade. Narcosis im Jahr 2011 von Medien kreiertes Kofferwort. Es setzt sich aus dem Namen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des damaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy zusammen. Da ist die Antworterklärung. Nichtsdestotrotz heißt das, wir müssen die nächste Runde anfangen. Das wäre jetzt kurz und schmerzlos gewesen, leider. Beim nächsten Mal. Ja. Drei verbleibende sind es noch. Alex, Kieskram und der Green. Ihr drei, für euch lautet die Frage wie folgend. Und zwar lautet sie für euch: Ordnen Sie diese Filme mit Tom Hanks chronologisch. Apollo 13, Forrest Gump, E-Mail für dich, Catch Me If You Can. Oh, sicher kann man noch connecten, sicher ist sicher. Muss man angewöhnen. Sicher ist sicher. Wer kennt denn sowas? Hab wieder geraten. Zeit ist um, wir gucken uns die Antworten an. Forrest Gump, danach kommt Apollo 13, dann E-Mail für dich, danach Catch Me If You Can, B, A, C und D. Leider niemand von euch drei. Dann probieren wir das Ganze noch einmal mit dieser Frage. Bringen Sie folgende markante Ereignisse in der Geschichte Roms in die korrekte Reihenfolge. Ermorderung Caesars, Hunneneinfall, Erster Punischer Krieg, Vier Kaiserjahr. Und Hallöchen Trashy. Trashy, Entschuldigung. Immerhin wieder was gelernt. Zeit ist um. Und für euch. Erster Punischer Krieg, danach kam die Ermordung Cäsars, danach kam das Vierkaiserjahr und im Anschluss der Hundeneinfall. Ergibt C, A, D und B. Gibt's nicht. Okay, alle guten Dinge sind aber drei, Freunde. Alle guten Dinge sind drei. Gucken wir uns mal das Ganze mit dieser Frage hier an. Ordnen Sie folgende Uhrzeiten von früh bis spät. 11 am, 10 pm, 9 am, 8 pm. Sicher, sicher, noch connecten. Ah, es hinten dran ein Stern, der Stern muss weg. Quick, Leute, schneller. Dann gucken wir es mal an. Früh bis spät, 9 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, 8 Uhr abends, 10 Uhr abends. C, A, D und B. Kriegskram, Bälle. Gleiche Regeln, gleiches Spiel, wir mischen die Fragen wieder durch und starten in die Runde. Bitteschön, ring, um. Und los geht's mit Frage 1. Nicht das Stadtzentrum, sondern nur Randbezirke passiert in Köln der Rhein, München die Isar, Berlin die Spree, Stuttgart der Neckar. Nicht das Stadtzentrum, sondern nur Randbezirke passiert in Köln der Rhein, München die Isar, Berlin die Spree, Stuttgart der Neckar. Wie kann ich mitzocken? Mittels Join einmal beitreten. Aber sie müsste, glaube ich, jetzt auch die letzte Runde sein für die Folge schon. Danke, Buhu.
Einen Freund bitte. Okay. Hier, ihr mein Freund. Ich denke, dass dir das hier gefallen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es Antwort D, Stuttgart der Nika sein muss. Ich bin mir 62% sicher. Antwort D, Stuttgart der Nika. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Mal gucken, hat sich der Joker gelohnt? Es sind 25.000 direkt in der ersten Frage weg. Sehr gut. Direkt die höchste Summe in Runde 1 gesichert. 25.000 in die Bank gesetzt. 9 Fragen verbleibend. 25.000 in der Bank. Wenn du aussteigst, hast du jetzt schon 12.500 für eine einzige Frage. Hier kommt die zweite. Was wächst als Zierstrauch in manchen Gärten? Freche Frostbeule, gemeiner Schneeball, blöder Eiszapfen oder fieses Glatteis? Jetzt aber 9 Fragen überspringen. Wenn es doch nur so einfach wäre, was? Keine Sorge, irgendwann wird es noch recht lustig werden. Weil wir werden nämlich noch irgendwann eine Super Millionär spielen, eine Runde mindestens. Also mindestens 3 Folgen auch mal. Und da ich ja bei mir sowieso die Option drin habe, die Fragenschwierigkeiten einzustellen, wird das ein riesiger Spaß werden. Ich kann es aber sagen, für alle, die nachher das Video hier sehen werden auf YouTube, wir werden in dieser Staffel hier, werden wir nach und nach immer in 3-Folgen-Takt sämtliche Formate, die es international gibt, durchspielen. Und wer sie alle kennt, der weiß, welche noch kommen werden. Gemeiner Schneeball, sagst du, Antwort B. Richtig. Richtige Antwort. Dafür gibt es nur 500, leider. $500. 25.500 in der Bank. 2 Fragen erledigt. Frage 3. Vielleicht ist sie ein bisschen was mehr wert. Toi, toi, toi. Wie nennt man die Eröffnung einer Kunstausstellung? Collage, Eremitage, Vernissage, Finissage. Antwort C, Vernissage. Richtig. Richtig. Was ist dahinter? 2000. Das macht schon 27.500 in der Bank mit 3 Fragen. 2 hohe Beträge sind noch versteckt. Ein Haufen mittlerer Beträge ebenfalls. Gucken wir uns die nächste Frage an. Noch 7 Fragen in Runde 1 verbleibend. Mit knapp 38 Milliarden sank hierzulande 2013 erstmals die Zahl der heimischen Tierarten, Wohnungseinbrüche, versandten SMS, Seitensprünge. Ich stelle mir gerade vor, was bei manchen Antworten hier in Deutschland passieren würde. Stell dir mal vor. Das wäre ein bisschen heavy. Du glaubst C, müsstest du einloggen oder nicht? Das ist dir überlassen, wie gesagt. Sobald du Final reinschreibst, gibt es keinen zurück mehr. Soll ich einen Joker nehmen oder nicht? Das ist auch deine Entscheidung. Das ist dein Spiel, du musst es wissen. Was wirst du tun? Versandte SMS 38 Milliarden. Jetzt überleg mal, wie viele SMS man so am Tag schreibt, wie viele Menschen in unserer Republik wohnen, wie viele davon circa ein Handy haben und dann auf ein Jahr. Es ist richtig. Besser als 38 Milliarden Wohnungseinbrüche, was? Und dahinter sind wie viel? Die 10.000. 10.000, ja damals, das war vor 5 Jahren, heute ist eh in irgendeinem Messenger oder Social Media unterwegs. 10.000 sind in der Bank drin, das gibt schon gesamt 37.500.
Wir sind bei der fünften Frage in Runde 1. Die 15.000 sind noch versteckt irgendwo. Finde sie und hol sie dir. Was verläuft ungefähr entlang des 180. Längengrades? Äquator, südlicher Wendekreis, Datumsgrenze, Nullmeridian. SMS am Tag 0, wenn man Glück hat, eine im Monat, weil die SMS immer noch unbetrieben teuer sind. Auch ein Grund, klar. Warum Geld bezahlen, wenn man sowas hat wie Snapchat, Instagram, WhatsApp oder weiß der Geier was? Discord! Holt euch Discord! Discord ist toll! Die Musik ist komisch. Ich bin mir sehr unsicher. Du hast zwei Joker noch übrig, du kannst das Publikum fragen oder du kannst die Frage springen, was dir lieber ist. Internet halt, hehe. Field Office, jeder hat doch 150 SMS frei im Monat oder 300. Also ich bezahle zum Beispiel bei mir gar kein Geld dafür, weil es mal per Tag mit drin eingebunden ist. Antwort C, Datumsgrenze. Am 180. Längengrad entlang verläuft die Datumsgrenze. Sehr gut. So, eine gute Beträge sind noch da. Was ist hinter der Frage? Es sind 7.000, auch nicht allzu schlecht. 7.000, 44.500 in der Bank, Halbzeit in Runde 1 geschafft. Wir gucken mal auf die sechste Frage in Runde 1. Bitteschön. Was ist ein Choke? Schlechter Witz, koffeinhaltiger Drink, Kaltstarteinrichtung oder irisches Riesenpony? Das ist alles mit dem Vertrag, wo du schon mit Beiträgen deckst, ja. Die 360 Längengrad, 180 ist die Hälfte und der 0 ist in England. Ja. Antwort C. Kaltstarteinrichtung, ein Choke. Ob das stimmt, nehmen wir nach einer kurzen Pause. Die sechste Frage in Runde 1. Nach der Halbzeit war die Frage, was ist ein Choke? Ein schlechter Witz, ein koffeinhaltiger Drink, eine Kaltstarteinrichtung oder ein irisches Riesenpony? Er hat gesagt Antwort C, hat eingeloggt und ist eine Frage weiter in Runde 1. Sehr gut. Na, wenn da jetzt kein hoher Betrag hinten dran ist, war die Frage echt ein Joke. Was ist dahinter? Nur $100. $100 sind weg. 44.600 in der Bank. 6 Fragen erledigt. 4 to go. Runde 1. Hier kommt Frage 7. Was macht ein plappernder Kaplan einem beliebten Zungenbrecher zufolge? Klappplakat packen. Klebpappe klappen. Plakatkleber pappen. Pappplakate kleben. Das war schon eine kurze Antwort, um vorzulesen, ohne einen Fehler zu machen. Ein plappernder Kaplan. Was macht er einem beliebten Zungenbrecher zufolge? Pappplakate kleben. Also eine TTS kann das ohne Problem lesen. Ja, eine TTS sehe ich auch wie eine TTS-Stimme. Der sagt nichts Falsches. Das konnte ich, den konnte ich nie. Ich habe ihn, glaube ich, vielleicht ein, zwei Mal gehört, aber ich hätte mich fast schon mit den Antworten beim Vorlesen versprochen. Dennoch ist Pappplakate kleben richtig. Ja.
$1,000. 1.000 in der Bank, das macht schon 45.600. Drei Fragen verbleiben noch. Wir haben noch im Angebot 3.000 anzubieten, wir haben noch 5.000 und die 15.000 noch draußen zu holen. Du hast noch zwei Joker, also könnte es gut klappen und könnte es gut durchkommen. Gucken wir mal, was unter Frage 8 liegt. Wem der Zustand seines Gartens völlig egal ist, der wird sich auch kaum um die Pflege der Rasenmäher, Gießkannen, Laubsauger, Heckenscheren. Ich bekomme schon bei Brautkleid. Ich gebe schon auf. Der wird sich auch kaum um die Pflege der Heckenscheren, richtig. Und dahinter ist was? 15.000, sehr gut. Das heißt, du hast die Runde alle hohen Beträge abgegrast, hast 60.600 in der Bank liegen. Zwei Fragen in Runde 1 verbleiben, da sind noch jetzt 5.000 drin und die 3.000, die du noch holen kannst. $8.000 verbleiben noch. Einer von den beiden kommt jetzt mit der Frage hier. Unter welchem Pseudonym trifft der DJ Franz Zimmer auf, der mit seinen Songs schon mehrfach oben in den Charts zu finden war? Schwarz und Weiß, Blau, Grün und etwas Rot, Lila, Braun, Beige, Pink und Grau, alle Farben. Na, das scheinst du echt zu wissen. Das ging flott. Und stimmt schon wieder, du hast recht. Alle Farben ist er. 3.000 oder 5.000, dahinter sind 3.000. Demzufolge wissen wir, die nächste Frage ist $5.000 wert. Das ist Frage Nummer 10. Du hast zwei Joker verbleibend. Hier kommt die 10. Frage. Wo liegt das Okavango-Becken? In Botswana, in Bhutan, Borneo oder Brasilien? Die Frage ist $5.000 wert. Dann muss man wieder Chipboard reconnecten sowieso machen. F1 mal wieder. Ups. So, sicher ist sicher. Ich möchte die Question jumpen. Okay, Jump the Question ist also in Benutzung. Wir sprengen die Frage, die muss nicht beantworten. Sie war $5.000 wert in jedem Fall. Richtige Antwort war in dem Fall Botswana, Antwort A. Ja, wie gesagt, $5.000 haben oder nicht haben, ist egal. Du hast es in Runde 2 geschafft damit. Und jetzt geht's ums richtig große Geld. Frage 11 für 100.000 lautet wie folgt. Das Cedar Sinai in Los Angeles gilt als das bei Hollywoods Prominenz beliebteste Kaufhaus, Wohnviertel, Restaurant oder Krankenhaus. Das Cedar Sinai. Du hast auch den Publikumsjoker. Krankenhaus, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Bewusst geraten? 25.000 sind sicher. 100.000, um die geht es gerade. Also aus einer Klatsch-Tratsch-Sendung. 63.600 in der Bank, aus denen werden jetzt 100.000. Sehr gut. $100.000 geschafft, sehr gut. Drei Fragen verbleiben, ein Joker ist noch da, das könnte was werden. Gucken wir uns mal das Ganze an für eine Viertelmillion. Die Frage dafür lautet: Welchen Schwan gibt es wirklich? Tanzschwan, Lachschwan, Singschwan,
oder Jodelschwan? Für 250.000 eine Viertelmillion auf dem Spiel steht. Du kannst noch das Publikum, dem Publikum fragen, genau. Du hast einen Publikumsjoker. Also du kannst das Publikum fragen. Du kannst raten, wenn du es eventuell weißt, das ist hier. Oder auf Nummer sicher gehen und aussteigen, je nachdem wie du willst. Du musst die Frage nicht spielen. Ich glaube C. Glauben ist ja schön und gut. Die Frage ist, reicht der Glaube an C, um es einzuloggen? Oder wie sicher bist du dir, anders gesagt? Sehr sicher, geraten, Bauchgefühl. Wie weit bist du? Wie sieht's aus? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Publikum fragen soll. Also was ich sagen kann ist, never leave a lifeline on the table. Antwort C lockt ein. Der Singschwan. Tut mir echt leid. Es tut mir leid. Wir müssen weiterspielen. Zweihundertfünfzigtausend sind gesichert und um eine halbe Million geht's nach der kurzen Pause. So, zurück aus der Werbung. Mit einer halben Million Dollar Frage, die vor der Tür steht. Der Publikumsjoker ist immer noch da. Zwei Fragen trennen uns vom Spielende. Oder vielleicht schon diese hier. Wir werden sehen. 500.000 gibt's für die Beantwortung der folgenden Frage. Bitteschön. Sie lautet: An wen richtet sich das Angebot der sogenannten Angebotsstreifen? Supermarktkunden, Raucher, Radfahrer, Kinogänger. Halbe Million Dollar Frage. Lass mich dir zumindest mal eins sagen. Du spielst um eine halbe Million. Du hast 250.000 in der Backe in jedem Fall. Eine falsche Antwort und du verlierst 225.000 und fällst auf 25.000 zurück. Und du willst das Publikum befragen. Der letzte Joker muss also raus. Publikumsjoker also. An wen richtet das Angebot der sogenannten Angebotsstreifen? Supermarktkunden, Raucher, Radfahrer, Kinogänger. Schreibt es in den Chat und wir stimmen mal ab. Nase kratzt. Da kommen ein paar Cs. Was sagt denn das Spiel so? Knapp im Vorsprung ist Antwort C mit 51% für Radfahrer, 53% sagen Antwort A Supermarktkunden, 4% für den Raucher und 2% für den Kinogänger. Und du sagst Final C. Es ist nur ein Angebot, muss man nicht nutzen. Die Antwort. Für eine halbe Million hat er sich entschieden. Für eine halbe Million eingeloggt und für eine halbe Million fast verzockt. Das ist richtig. Halbe Mille im Sack. Halbe Mille ist im Sack. Boah, Leute, was ist los mit euch? Ihr räumt ja heute richtig ab.
Du wirst reich, natürlich. Eine Frage gibt's noch. Eine Frage gibt's noch. Frage 14. Von 14 möglichen Fragen ist diese hier. Für die Million musst du mir beantworten. Wie heißt die Hauptstadt von Fidschi? Saipan, Tawai, Suva, San Cristobal. Das weißt du? Als ob. Das weiß jeder. Na, da bin ich schon mal gespannt. So, erlauben? Nee, hab ich mit einer anderen verwechselt. Jetzt wollte er mich schon auf die Palme bringen. Du hast eine halbe Million Dollar. Du kannst mit der aussteigen, wenn du willst. Das ist für eine Million. Wenn du falsch antwortest, verlierst du 475.000 und würdest auf 25.000 runterfallen. 475.000 ist viel Geld, die du verlieren könntest. Auch wenn alles natürlich nur virtuell ist. Dennoch, Geld ist Geld. Risiko ist Risiko. Oh Mann, dieses, das weißt du, als ob, hab ich das zum Konzept gebracht. Entweder pokerst du gut und du hast Glück, eine weitere Frage. Sind bei dieser Frage halt eben und gewinnst das Ganze. Chance natürlich 25% recht zu legen. Ist aber auch wieder Risiko auf dem Spiel. Die Frage ist, was willst du tun? Das Risiko eingehen? Ich dachte, es sei C, aber ich bin mir ziemlich unsicher. Liegt an dir, was du machen willst. Hey, das musst du entscheiden, das ist dein Game. Das ist dein Game, die dürfen dich nicht beeinflussen. Ja. Theoretisch dürfen dich nicht beeinflussen, aber gut. Es ist deine Entscheidung letztendlich. Du musst entscheiden, ob du das riskieren willst. Es ist ein jedem sein Spiel. Den Soundtrack muss ich noch fixen. Antwort C. Die letzte Frage von heute ist die Frage, ob es richtig ist. Und fürs letzte Mal von heute machen wir eine ganz kurze Unterbrechung. D.
die 1-Million-Euro-Frage für Kriegskram-TV. Gesucht war der Name der Hauptstadt von Fidschi. War es Saipan, Savai, Suva oder San Cristobal? Du hast dich nach langem Zögern entschieden, es ist C, Suva. Schien es dir unsicher zu sein, wolltest du das Risiko eingehen? San Cristobal ist es nicht. Das haben, glaube ich, auch schon die meisten ausgeschlossen. Dabei ist es ebenfalls nicht. Saipan oder Suva? Richtige Antwort auf die Millionenfrage ist Suva! So, das heißt, 1 Million ist mal wieder bei uns über den Tisch gegangen, im Beschaffungsformat sogar. Das war nochmal eine sehr schöne und sehr spannende Runde vor allem als 2 Millionen Fragen diese Folge gab. Dennoch, mit diesem Run für heute beenden wir die Folge. Das war das Beschaffungsformat. 3 Folgen dieses Formats sind um. Wir machen beim nächsten Mal, also am Freitag weiter. Mit einem weiteren Format, welches ist, werdet ihr dann im Stream am Mittwochabend herausfinden müssen. Ich bedanke mich fürs Mitspielen, wie immer. Das hat riesen Spaß gemacht, alle, die dabei waren. Und in diesem Sinne, bis in Bälde. Kommt gerne auf Discord vorbei. Und wie immer, kommt auf Twitch vorbei, wenn ihr mitspielen wollt. Das war's für diese Folge. Viel Spaß, schönen Abend und tschüss.